wehgetan. Ich bin jetzt neben dir. Hallo Carsten. Achso, ja, bieg doch mal ab. Und ich komm da nicht rum wahrscheinlich. Ja, da kannst du ausholen. Hast du Platz? Hast du Platz? Doch, geht. Nee, holt er nicht aus. Zack. Ne, brauch ich nicht. Ich kann das. Ich krieg das. Ich kann das, ey. Ich brauch da nichts ausholen. Sind die Blumen irgendwie alle neu hier oder was? Irgendwie, weiß ich auch nicht. Die sehen, also, fand die Vegetation teilweise echt cool oder anders. Ja. Haben die hier ein Update gemacht? Die haben mehrere Updates immer wieder mal gemacht in letzter Zeit. Aber von der Vegetables? Weiß ich nicht, die vom Gemüse. Haben die da Updates gemacht? Keine Ahnung. Vielleicht kannst du jetzt auch Karotten fahren. Keine Ahnung, Carsten. Tomaten gibt's. Zwiebeln gibt's auch, habe ich vorher gesehen. Ja, Gemüse, Zwiebeln. Ah, lustig, ne? In dem Nach Bern. Bern? Da fahr ich sehr Bern hin. Ja, aber wir haben überlegt, also wenn wir nochmal dahin fahren, dann mit Zug. Solange du nicht dich dazu entscheidest, RE zu fahren. Sowas würde ich nie machen. Julia, nee, komm, Julia, brauchst du was nicht. Irgendwie war es auch lustig. Ja, aber es war halt lange, ne? Also. Ja, und? Werde noch raus. Ja, nee. Es war auch irgendwie lustig, aber irgendwann willst du halt auch ankommen, ne? Eben. Irgendwann sitzt du da und denkst dir so, boah, 7 Stunden. Und ja, wir sind also in Mannem. Also ganz ehrlich, das hätte ich nicht gemacht, das wäre wir einfach. Es hätte ja auch eigentlich nur 5 Stunden dauern sollen, aber die Hinfahrt hat halt. Ja, aber wenn ich mir überlege, 3 Stunden zu 5 Stunden. Und kostenlos! Da musst du gucken, was du dir für dir selber einen Stundenlohn wert bist. Überleg aber auch mal, was du für ein ICE ausgibst. Also wenn man zeitig gebucht hätte, hätte man dafür um die 45 Euro für die Fahrt ausgegeben. Ja, pro eine Richtung. Person. Ja. Eine Richtung. Pro Person. Ja. Pro Person. So haben wir für beide Richtungen. Das ist aber auch ganz schön. Damit zahlst du nur um 2 Stunden schneller anzukommen, pro Person 90 Euro. Ich ja sowieso nicht, ne? Weil ich hätte gar keine Möglichkeit, umsonst zu fahren. Also von daher. Ja, das ja klar. Aber wie gesagt, James und ich komplett kostenlos hin und zurück. Ja. Macht was denn? Müssen die 2 Stunden. Dann mal macht das, ja, also, ganz ehrlich, wenn wir Chaotentreffen in Karlsruhe machen und der Carsten fährt mit dem IC oder ICE, dann gucken wir, dass wir dann auch irgendwie machen. Nein, weil. Dann fahre ich mit der Regionalbahn. Carsten, ganz ehrlich, selbst wenn du nicht hättest bezahlen müssen, ne? Ja. 42 Euro für 5 Personen mit dem Regionalexpress durch ganz Deutschland. Stimmt, ja. Quer durchs Land Ticket. Mach ich aber trotzdem nicht, weil mir das einfach irgendwann auf die Nüsse geht. Man muss sich nur beschäftigen können. Julian und ich haben den fatalen Fehler gemacht, wir haben uns ein Kartenspiel oder so mitgenommen. Ja, wir haben da an unseren Handys gesessen. Cool. Beziehungsweise wir haben Verspätungsraten Bingo gespielt. Gemacht. Wir haben auch zwischen Bonn und Mainz gewettet, ob der Zug es schafft oder nicht. Julian hat immer gesagt, ja, der fährt das wieder raus. Ja, der hat das auch wieder rausgefahren. Wir hatten genau die 5 Minuten, die wir brauchten, um umzusteigen. Wir hatten keine 5 Minuten, wir hatten 2. Wir hatten 5 Minuten. Du hast gesagt, ich werde mich nicht anstrengen, um den Zug zu kriegen. Du hast dich nicht angestrengt, ich schon. Und wir haben trotzdem den Zug. Ich habe nur gesagt, ich streng mich nicht an, um den Zug zu kriegen, weil es mir egal war. Da wäre ich halt eins später gefahren. Dann wären wir trotzdem noch später da gewesen. Genau, dann wärst du halt 8 Stunden unterwegs gewesen. Dann hätten wir Dumme nicht mehr machen können, weil das zeitlich nicht mehr gepasst hätte. Ja, eben, hätte zeitlich nicht mehr gepasst dann. Nee, hätte auch nicht mehr gepasst. Wobei, Braus wäre wohl noch gegangen. Braus wäre auf jeden Fall noch gegangen, aber dann hätten wir Dobel nicht mehr geschafft. Ja, dann hätten wir Dobel einen Tag später gemacht. Ja, aber dann hätten wir nicht nach Flatulenzheim fahren können. Doch, hätten wir auch. Das hätten wir auch überwachen können. Ja, und dann hättest du das Schloss euch nicht angucken können. Welches Schloss? Dachte ich mir. Ach, das Schloss. Wo Luisa sich hinterm Baum versteckt hat. Genau das Schloss. Ja, ich Das Traurige ist, dass von dem Schloss ist
diese Situation hängen geblieben. Das Schloss, wo ich Panik geschoben habe, dass ich einen Sonnenbrand kriege, wir extra dann im Dobel noch Sonnencreme geholt haben und ich die dann nicht mehr gebraucht habe, als es angefangen hat zu regnen. Dafür haben wir jetzt welche zu Hause, Julian. Ist doch schön. Die Situation mit Luisa ist nur hängen geblieben, weil Julian der Einzige war, der es gemerkt hat. Ich glaube, wir müssen abfahren. Ja, korrekt. Ich war der Einzige, der es gemerkt hat, dass sie sich hinter einen Baum versteckt hat? Ja, und dass sie irgendwie weg war. Ich, Julian? Habe das ja, du. Ich, komm mal, Julian. Wow. Dann bin ich fast ein bisschen stolz auf mich. Ja, ich auch. Danke, Carsten. Bitte. Guck mal, eine amerikanische Windmühle hier mitten in der Schweiz. Die ist importiert worden. Ich glaub das auch. Ich geh da voll ab. Das ist so das Lied. Kennst du das nicht? Ja doch, klar, es ist dann ja. dieses Zwischenschieb. Dings, Bridge, genau. Viech, Gedöns, oh, Teil. Zwischen richtig hart abgehen. Ich glaube, die Spuren teilen sich. Ja, die teilen sich. Marty Fischer dann so schön noch mal rausgehauen hat. Erwin, lass mich alleine in der Tropfsteinhöhle. Der Tropfsteinhöhle? Ja, was? Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber der sagte irgendwie, das hat er nur mit eingebaut. Uiuiui, er hat aber gebremst. Ja, der James. Ja, ich hab da gebremst, genau, weil die Kurve eng wurde. Boah. Ein wenig. Ich habe mir jetzt so einen richtig coolen, weil ich habe meinen Zweitbildschirm nicht anschließen können, ne? Mhm. Weil mein DVI-Adapter nicht passte oder so, wie hat nicht funktioniert. Der ist zwar der DVI-Standard, aber nee. Und ich werde jetzt auch gar nicht auf den Adapter selbst eingehen, James. Mach das mal bitte. Sondern ich habe mir jetzt so ein Dingens bestellt, weil ich plane ja in Zukunft nicht. Noch einen zweiten Bildschirm daneben zu stellen. Einen zweiten vernünftigen oder zweiten Bildschirm. Also den BenQ nochmal. Und. Hast du Kohle ohne Ende oder was? Nein, ich plane in Zukunft. Das heißt nicht, dass ich das jetzt. Ich plane sofort in mache. Zukunft. Ja, ich plane auch ganz viel in Zukunft doch. Ja. Das läuft ja hier am Montag, ne? Das ist genauso wie der Julia meinte, er kriegt das erste Mal Punkte. Also am Anfang des Rennens. Ich glaube, das läuft hier Mittwoch. Also, ach so, am Mittwoch. Ja gut, dann ist Project Cars schon lang gelaufen. Boah, wir nehmen es jetzt auch klar mittwochs auf, also wir sind voll up to date wieder. Total. Ja. Habt ihr schon mitgekriegt, dass Donald Trump zurückgetreten ist? Hat er gestern erst gemacht. Boah, jetzt pokert er hart. Jetzt. Nee, auf jeden Fall habe ich mir jetzt so einen geilen DisplayPort-Adapter, also DisplayPort geht in die Grafikkarte und dann kommt da raus VGA, HDMI und DVI, damit ich für jeden Bildschirm in der Zukunft gerüstet bin. Was für ein Blödsinn. Auch USB-C. Nee, USB-C nicht. No. Also ich finde aber, sowas ist die Zukunft. Kauft ihr doch lieber einen Monitor, den du anschließen kannst. Ja, aber der Adapter kostet 6 Euro und Monitor 200. Deswegen habe ich jetzt... Ich sehe den Unterschied. Den Adapter bestellt, weil ich hatte ja noch so einen 20 Zoller alten Ranzbildschirm von meinen Eltern irgendwo ausgegraben. Mhm. Der stand ja hier schon. Den konnte ich nur nicht anschließen, weil der nur VGA hat. Das war ein bisschen eng. Der Josh ist da irgendwie auf die Raststätte rausgefahren, glaube ich. Hast du Stelzen an deinen LKW dran gebaut, dass der sich aufrichtet? Du lagst bei mir schon fast auf der Seite, du hattest schon Krängung von 50 Grad. Ah, das war ein bisschen eng. Ja, passiert, ne? Alter, ja, das passiert. Die Tomaten. Das passiert. Sollte ich nicht auf mein Handy gucken. Nee, solltest du nicht. Nee, würde ich auch nicht. Vor allem nicht, wenn du aufhörst. Was fahrt ihr so gemütlich? Ja, wir warten auf euch. Ah. Ich musste wesentlich erheblicher abbremsen als Josh. Was musstest du? Also, irgendwie... Was denn? Irgendwie? Ist das leiser, wenn der Josh mit dem MAN an mir vorbeifährt, als wenn der Carsten an mir vorbeifährt? Also, ich muss echt sagen, also die beiden anderen sind echt laut. Also, ja. Das ist echt Hölle, weil das so ein mega pornös lauter LKW ist. Oh, ein Auto. Weil die so geil Kraft haben. Ja, eben. Ne? Kraft also, die sind, Josh, ist das bei dir auch so, dass
du auf alle anderen LKWs gut abgemischt hast, aber die Volvos die anderen fast übertönen. Ey, weißt du, ich habe heute mal ein bisschen lauter gemacht, weil mein In-Game-Sound immer sehr leise war. Geht alles an, fahre ich gerade so irgendwie hinterschräg neben Carsten her. Ja, genau. Nach 450 Folgen ETS ist auf einmal der Volvo vom Sound kacke. Nicht kacke, nur zu laut. Ja, ein bisschen laut, Tatsache. Quasi kacke. Aber ich finde ETS-Sound ist schon irgendwie speziell. Ja, was ist denn das hier für eine... Sind wir richtig? Ja, nee. Julian, entscheide dich doch mal für eine Spur. Wir hätten rechts gemusst. Nee. Nein. Habe ich auch erst gedacht. Hätten und noch durch den Kreisverkehr fahren jetzt können. Jetzt ist mein LKW kaputt. Oh, und dein Auflieger ist, lass ihn stehen. Das und war nicht mit extra. Nee, das war nicht mit extra. Ja, aber guck mal. Der macht der Zeit trotzdem was Komisches an. Ja. Meiner zeigt an, wir sind falsch. Meiner zeigt auch an, dass wir hier wenden jetzt sollen. Ja. Ganz komisch. Wie soll ich denn das jetzt machen? Warte mal, wollen wir gerade mal gucken, wie es dem James geht und wo der überhaupt ist? Wo ist denn der James? Der ist ein bisschen weiter hinter euch mit 100% und ist froh, dass der LKW noch läuft. Ja, das ja, nee, wir müssen ins Event, das heißt, wir können in diese Stadt da und dann... Ja, wir können in diese Stadt da, das ist schön. Diese Stadt da heißt Straßburg. Ja, dann gehen wir doch da in diese Stadt. Da waren wir doch schon. Ja, aber wir sind ja falsch, Carsten. James so halb tot, sein LKW komplett tot. Carsten, ja, wir sind ja falsch. Ja, schon. Ja, aber das war doch jetzt scheiße angezeigt, oder? Ja, oben ist aber so eine Mautstation, da können wir vielleicht wenden. Nein, glaube ich nicht. Ja, dann fliegen wir doch dahin. Aber in der Mautstation war ich noch nie. Wollen wir dahin fliegen? Also auf der Straße war ich schon, aber die Mautstation, die habe ich noch nicht benutzt. Ja, ich will ja auch für fliegen. Ich fliege da jetzt hin. So, du, James, wie heißt deine Stadt? Carsten, die ist wahrscheinlich dazugekommen, weil ein Update. Vive la France. Vive la France. Vive la France. Wo seid ihr denn jetzt alle? Oh, also in Straßburg, an der Werkstatt. Ach, seid ihr Kackarschlöcher. Ich versuche auch das zu wetten. Carsten, kann man denn da wenden? Ach, du bist jetzt auch noch hier, oder? Weißt du, James, ich muss jetzt meinen Auflieger stehen lassen. Nee, hier kann man nicht wenden. Ach doch, da, Carsten. Hier, zurück. Nicht über die Schranke, nicht durch die Schranke. Toll, James. Oh, James. Meine Fracht hat auch 24%. Also da links kommt man durch. Oh, und nicht, wenn man so fährt wie ich. Ich stell mich da mal so hin. Du es nicht geschafft hast, deine Spur zu halten. Guck mal hier. Da kommt man durch? Boah. Oh. Ja, da kommt man durch, ne? Es lookt so. Guck mal, da kann man ja durchfahren. Wunderbar. Wieso hab ich denn das gerade nicht gesehen? Kann ich dir nicht sagen. Ja, ich auch nicht. Schade. Aber wenigstens habe ich die Mautstelle jetzt freigeschaltet. Ja, das ist wichtig. Ja. Hauptsache der Mautstelle geht's gut. Aber eine Mautstelle kaputt geht, nicht deine. Ja, aber dann ärgert man sich ja, ne? Dann hast du 100% freigeschaltet. Und dann, ne, machen die ein Update. Und dann bauen die da so eine Mautstelle ein und auf einmal hast du es nicht mehr. Furchtbar, dass die Content-Updates machen, finde ich richtig. Also, sehe ich vor allem kostenlos, sehe ich nicht. Also, sehe ich nicht. Nee. Also, kommt ihr eigentlich hier zur Werkstatt? Ja, nein, wir fahren. Also, ich weiß nicht, ist die weit weg von der roten Linie oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ach nee, die ist bis weit weg. Fahr doch schon mal langsam Richtung Landstraße. Also, ich bräuchte keine Werkstatt. Carsten, brauchst du denn eine Werkstatt? Nein, mein Auto ist ganz. Ja, super, dann fahren wir doch. Dann fahren wir schon mal Richtung Landstraße. Der ist super. Bis der Julian, vor dir da einfach mal die Spur rechts wechselt. Ey, Navi hat mich abgelenkt. Aber jetzt war das Navi echt komisch. Also. Ja. Boah, dieses Navi. Ich würde sagen, da haben die das beim Update aber nicht ordentlich. James, du musst noch ein Stückchen vorfahren, weil ich versperre hier gerade. Ich bin gerade an der Dingsbum Straßburg, so, dann Richtung Mannheim die Landstraße hoch, ne? Ja, da so, wo diese Tankstelle wie, wenn du dein Navi im Auto nicht aktualisierst und auf einmal so über die Felder schwebst. Aber ja, ist es immer noch so, dass du dafür zahlen musst irgendwie? Nee, das machen die, glaube ich, bei der Inspektion. Nein. Nicht? Nein. Okay, dann machen sie es nicht bei der Inspektion. Ja, nee. Das wäre echt geil, wenn sie das machen würden, aber nee. Ja, aber leider. Kannst du... Ich warte darauf, dass das Audi auch irgendwann mal einen auf die unterstützt. Ich glaube, es warten nur auf die anderen irgendwo. Am besten aber einspurig ist. Oder Google-Karten, weil dann hast du nämlich immer aktuell. Das denke ich mir auch immer. Google-Karten sind kostenlos. Es gibt schon Autos mit Google-Karten. Ja, aber das werden die nicht machen. Ja, Tesla hat zum Beispiel Google. Ich glaube aber, dass es eine Sonderausstattung des Audi-Navis gibt, wo du Google-Karten kriegst. Ja, das kostet wahrscheinlich mehr. Warum überhaupt noch fest ins Auto ein Navigationssystem einbauen lassen? Warum sich nicht das Geld sparen und einfach das Smartphone nehmen? Weil das ein Audi-Entertainment-System ist. Gegenverkehr. Das gibt's aber bestimmt auch ohne Navigation drin.
Ach, wartest du da auf die anderen? Ich habe gerade kurz gewartet. Ja, jetzt fahren, jetzt sind die gerade da. Die Navigation müsste dann noch weiter geradeaus. Ach, guck mal, bist du auch schon wieder. Ja, oh, wir alle wieder together. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Also ich muss sagen, ich finde das besser, weil es halt die Spracheingabe hat. Es ist halt im Google auch wie gesagt, eingebaut. Ja, aber es ist trotzdem ein. Du darfst es Auto bedienen während der Fahrt. Genau, ich kann es bedienen während der Fahrt. Ich kann es über mein Lenkrad bedienen ohne Probleme. Das Display ist schöner und größer. Oh, sehr, sehr geiles Display. Hm.